Ja, wir sind ja auf dem Adolf-Kolping-Platz in der Nähe vom Oberverwaltungsgericht. Und das OVG hat, wie erwartet, ein Urteil gesprochen. Und das Urteil ist auch, wie erwartet, ausgefallen. Sämtliche Anträge der AfD sind abgelehnt worden. Auch in einer sehr klaren Begründung wurde die Revision ausgeschlossen durch das OVG. Aus unserer Sicht ein absolut erwartbares Urteil, eine absolut erwartbare Entscheidung. Wir haben seit langem schon gesagt, dass die AfD eine extrem rechte Partei ist, dass deren Kerngeschäft eben Rassismus, rechte Hetze, Antisemitismus und soziale Ausgrenzung ist. Und das Gericht hat ja vor allem auch darauf abgehoben, dass sehr viele Aussagen von AfD-Abgeordneten eben rassistisch sind. Das, glaube ich, ist sehr deutlich klar geworden. Und insofern kann diese Entscheidung natürlich auch der Anlass sein, ein Verbotsverfahren zu prüfen. Wir sind ja hier vor Ort auch mit den Kollegen vom Volksverpetzer und von Init, die eine Petition mit 800.000 Unterschriften gestartet haben, eben dieses Verbotsverfahren zu prüfen. Andererseits kann natürlich dieses Verbotsverfahren auch sehr lange dauern, wenn es denn begonnen wird. Deswegen gilt für uns, wir dürfen uns da nicht zurücklehnen, sondern ganz im Gegenteil, müssen weitermachen mit unseren Aktivitäten gegen die AfD und gegen die extreme Rechte. Das werden wir auch tun, weil das Urteil, glaube ich, auch gezeigt hat, oder zumindest ein Beleg dafür ist, dass sich kontinuierlicher Protest gegen die AfD lohnt, dass sich die Recherchearbeiten gegen die AfD lohnen und eben auch die publizistische Arbeit zur AfD, und dass das, glaube ich, eben auch dazu beigetragen hat, dass ein solches Urteil zustande gekommen ist.